Welcome to the Eco Grand Prix. Herzlich willkommen zum nächsten Eco Grand Prix 2021. And we will make a second lap with all teams on the Autobahn. In Vollgas. Ja. Durch und dann langsam rum. Ja. Und dann die kurze Strecke wieder hier. Ja, wir fahren Eco Grand Prix. Die schwierigste ist wirklich, richtige Tempo zu finden, keine Fehler zu machen. Weil es sehr, sehr eng gestrickt ist und wir haben mit das größte Auto im Model S. Also das ist dann die Herausforderung heute. Mal gucken. Technagon ist bereits seit 2010 in der Elektromobilität tätig und wir sind Hersteller von qualitativ hochwertigen Ladesäulen im öffentlichen und halböffentlichen Bereich und haben in der Zeit seit 2010 bereits über 15.000 Ladepunkte in mehr als 30 Ländern ausgeliefert. Hello, welcome to the EcoGP Nürburgring. Grundsätzlich fährt sich sehr gut. Es ist ein Rhythmusbruch, das ist gar kein Rhythmus mehr. Gucken, aber ja, der hat das auch, genau. Ja, aber der ist rumgekommen. Also es sind manche Stellen sind schon haarig und man muss dann wissen, wo man verzögern muss. Also so zwei Trainingsrunden im Kurs, dann hätte man eine Chance, richtig gute Zeit zu fahren. So ist das halt. Try and error. Ne? Momentan eher Error. War leider ein bisschen zu euphorisch, ich habe zwei Pylonen verpasst. Oder drei sogar, ja. War toll, es hat Spaß gemacht. Und gerne wieder. Und ich bin traurig, dass ich jetzt doch nicht fahren darf. Ja, okay, ich weiß ja, in mobility. Thank you.
Ja gut, am Anfang hat sich das Feld sortiert, das war soweit okay. Dann wurde es halt schummrig und immer nebliger. Und jetzt ist halt wirklich gerade Ausgang an, oder in der AMD-Arena und auch hinten Grundabkehre und so, ist halt ziemlich blind alles. Hm. Auch wenn man dann hochkommt, die letzte Schikane vor der Zielkurve ist halt, ja, man muss halt wissen, wo es ist, und dann fängt man blind ein und fährt dahin. Das ist halt schon nicht ohne. Ich hatte halt ein langsames Auto vor mir, was aus dem Nichts auftauchte beim Start. Das war ein bisschen erschreckend, aber das hat sich schnell gelegt. Und das Wetter wurde ja am Anfang besser. Und dann konnte man sich auch schön auf die Bahn einstellen. Es ist halt schade, dass das Wetter nachher wieder so regnerisch und neblig wurde. Dann veränderte sich wieder alles und dann sind auch einige Fahrer ein bisschen ungestüm auf einmal geworden. Dann sind ein paar, die bei dem schlechten Wetter und der schlechten Sicht dann doch meinen, sie müssten ein bisschen schneller fahren. Und man kann das dann im Regen schlecht einschätzen, ob sie jetzt überholen wollen oder nicht. Ja. Und auf einmal sind sie doch neben einem. Und man weiß dann gerade selbst nicht, wo man hin soll. Wir sind auf 20% runtergefahren, tun jetzt 60% laden, wieder auf 80%. Und dann startet unser Nächster, der fährt dann wieder bis 20%. So bleiben wir immer in der besten Lage. Die Rekuperation und alles am besten funktioniert. Ja, Prof. Ja, kann passieren, klar. Also bitte, Verteidigung ist der beste Entfassung. Wenn ich jetzt jemanden selbst schreibe, dann ist es klar. Aber wenn jemand will, ne? Nee, so viel, oder? Ich weiß. Super, das ist genial. Momentan haben wir einen Platz 3 und 6. Der fährt zum Tanken rein und pullen noch 20%. Also der, weil er nicht mehr fahren darf. Der dürft, wenn er noch fahren dürfte, wird er noch draußen. Erster Ladestopp. Erster Ladestopp. Also der ist genial. Der Kuno ist genial. Der ist super. Dann gleich los nach einer durchzechten Nacht mit On und Off, und jetzt bin ich froh, dass ich dann endlich fahren kann. Ja, wir waren gerade eigentlich in der Ladephase und wären voll gewesen, wo der Stopp kam, und sind jetzt eigentlich am Warten. Ja, unser Akku ist voll, wir rechnen damit, dass wir durchfahren können, und hoffen, dass jetzt sich alle da ein bisschen zurückhalten und nicht jeder jetzt losprescht wie ein Verrückter und dann zu Unfällen kommt. Also bei uns Safety First ist die Devise, vor allem anderen. So, da hast du deine Daten. Also das eine hat er schon wieder reingemacht, das haben wir jetzt wieder geändert. Das heißt, wir sind hier fein, weil das war das Hauptsächliche, worum es ging hier. Ne? Kam, dann war es okay, 10 Uhr geht los. Die Sache ist die, wie lange können wir jetzt fahren und wie muss ich das mit denen? Die wollen angeblich jetzt durchfahren. Wenn euch das nicht zu kurzfristig um 10 Uhr starten, würden wir aber unser Safety Car starten, und ich würde sagen, so 5 Runden, dass wir unser Safety Car fahren.
So we have car here, look, yeah, but he's gonna charge. I think that they are gonna make the shift because it's a 24 hours race and come on, one driver cannot do 24 hours. I think we have to go inside the boxes. Mm-mm. Beautiful babe. Is he going outside? Is he going outside? Come on, come on, come on, come on. Hours. And how was your night shift? Did you run? Did you sleep? My night? 1 hour? We always waited for the start of the race. And so we couldn't sleep much. 18. Oh, how much drivers did you have? But we stopped in the night. Yes, why? With very much kilometers. I don't say more. Mm-hmm. And how much drivers do you have? Do you have the three? Four. But we only drive with three drivers now. Uh-huh. Because so much standing time and we don't need the fourth driver. Okay, I wish you guys you finish in the first position. And thank you. People. Hello. The race team that jumped together just in 5 days. Uh-huh. Because we took a starting place that was here for a club in Germany, which is a very big company that is about electromobility. And it's called BEM, Bundesverband Elektromobilität. And the guy who wanted to start for this team and was his son wasn't able to because it was postponed from last weekend to this weekend. So we had to just jump in. Mm-hmm. And I guess I found a very, very good team. And that's awesome. We have a company in it. This is the company is called Pracht. Those are the girls. They're completely electrified. They have a lot of electric cars. And so we've got the Kia e-Niro from them. And it's quite good running so far. What season did you finish yesterday? Oh, yesterday, when we stopped the race, first. My God! I've got something for you, because we are women, and we have a club, just only for women and electric cars, and this is something you can plant into your garden. This is a seed pod. Thank you very much. We will electrify you, thank you. Everything has to be like that. Thank you very much. Ciao! Bye. Thank you, Baba. We are waiting for the car to come in, and then we're doing the last stint. I am really lost about brands and about cars. What this car does? How is it? It's actually a quite new car brand. It's a subsidiary of Volvo. And we're doing electric cars only, and the Polestar 2 is like the first 100% electric car. We have the long range single motor variant, so the one with the longest range. Uh-huh. And yeah, we were not expecting anything, but it's actually looking quite good. We came from Cologne, and we team up with the guys from Apex there at Green Hell. And we are doing a team of four drivers, and yeah, let's see where we finish. In which position are you right now? Currently second, but we need to charge right now, so let's see. Okay, let's see. I hope you don't lose your position. Cross your fingers for us, and then maybe we're going to be on the podium. I will be there just putting you just the champagne. Thank you very much Thank you very much for your time. And thank you. Really, I hope you don't lose it. Ciao!
7. Herzlichen Glückwunsch! Und Sieger des Slaloms, Paul Englert. Herzlichen Glückwunsch! Wir zur Siegerehrung des 24-Stunden-Rennens von Nürburgring Eco Grand Prix. Ich darf auf dem Treppchen auf dem dritten Platz das Team Technagon bitten. Zum Zweitplatzierten des 24-Stunden-Rennens von Eco Grand Prix Nürburgring 2021 darf ich begrüßen vom Team BEM. Herzlichen Glückwunsch! Und der 24 Hours Eco Grand Prix Nürburgring 2021 Team Professor Owners Czech Republic und Kunde und Kunde. Congratulations! Have a nice trip home! Los invito, lo de la. Passion, okay. I do. Okay, so, super. Dass wir auch jetzt in diesem Bereich mehr und mehr Motorsport auf Elektromotorsport bekommen. Wir wissen alle, die Vorteile der Elektromobilität überwiegen einfach. E-Mobilität in Marokko. Sich längst ganz klar entschieden hat, für diesen Konzern den richtigen Weg zu gehen, nämlich den der Elektromobilität. Ich hoffe, ihr seid irgendwann auch mal dabei und habt so Spaß wie ich. How many girls? How many drivers?
drivers? Seven. Joder. Seven. Dios mío. Madre santa, somos siete. Uno para cada día de la semana. Wow. I'm sorry. That is, okay. There was no expression in Spanish. I was like, wow, one for each every day of the week. So it's like, yeah, you know. You're interested in or driving electric cars? No. Never? No. Why? Because they're extremely boring. Boring? But yeah. Why? What is make you boring? They make no sound. You still can drive your car. No? Und das ist im Grunde dann die Sache des Teams. Welche Reifen setze ich auf? Wann fahre ich raus? Wann lade ich? Und so weiter. Wir halten uns in die Le Mans-Regeln. Ja. Alle 4 Stunden einen Fahrerwechsel. Und wenn einer 4 Stunden gefahren ist, muss er auch 4 Stunden Pause machen. Can I touch it? Yes. Motorsport ist Emotion. Autofahren ist eigentlich Emotion. Von der Warte her bin ich schon der Meinung, dass es eigentlich brüllen muss und stinken muss. Ja. Grundsätzlich. Ja, das kann ich verstehen, ist aber völlig falsch. Denn es ist einfach egoistisch. Ich sehe es als egoistisch ein, dass du das geil findest, hier so einen Krach zu machen da draußen und vielleicht 500 andere, aber alle anderen, die hier wohnen oder auch leben wollen oder sonst was, Tiere, Vögel, Schnecken, die finden das alles scheiße.